Du läufst über die Straße, da kommt jemand auf dich zugerannt. Schnell, schnell, schnell! 4792. Ist diese Zahl durch 3 teilbar? Schnell, schnell, das ist ein Notfall. Du erinnerst dich, dass du dies überprüfen kannst, indem du einfach die Quersumme dieser Zahl bildest und schaust, ob diese durch 3 teilbar ist. Du rechnest in dem Fall 4 plus 7 plus 9 plus 2. Die Quersumme von 4792. 4 plus 7 ist 11, plus 9 ist 20, plus 2 gibt 22. 22 ist nicht durch 3 teilbar. Wenn du dir nicht mehr sicher bist, kannst du es überprüfen, indem du einfach die Quersumme dieser Zahl bildest. 2 plus 2 gibt 4 und 4 ist ganz klar nicht durch 3 teilbar. Das heißt, in dem Fall ist auch 4792 nicht durch 3 teilbar. Du läufst weiter der Straße entlang. Da kommt nochmals jemand angerannt. Schnell, schnell! 386.802. Ist diese Zahl durch 3 teilbar? Das ist nochmals ein Notfall. Nun, du rechnest wieder die Quersumme aus. In dem Fall ist es einfach 3 plus 8 plus 6 plus 8 plus 0 plus 2. 3 plus 8 sind 11, plus 6 sind 17, plus 8 gibt 25, plus 0 plus 2 gibt 27. 27 ist in der Dreierreihe und damit klar durch 3 teilbar. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch hier wieder die Quersumme ausrechnen. 2 plus 7 gibt 9 und 9 ist klar in der Dreierreihe. Damit ist 386.802 klar durch 3 teilbar. Nun, du fühlst dich ziemlich gut. Du hast soeben das Leben von 2 Personen gerettet. Aber irgendwie fragst du dich, weshalb? Weshalb kann ich die Quersumme einer Zahl ausrechnen, um herauszufinden, ob die Zahl selbst durch 3 teilbar ist? Um das herauszufinden, nehmen wir mal eine Zahl. Wir können eine beliebige Zahl nehmen. Zum Beispiel beginnen wir hier mal mit 498. Um herauszufinden, weshalb dieses System mit der Quersumme funktioniert, werden wir einfach diese Zahl 498 etwas umschreiben. Ich beginne mit der 100er Stelle. 4. Ich kann diese 4, die stehen ja für 400, auch schreiben als 4 mal 100 oder 4 mal 1 plus 99. Und das ist genau der Trick hier. Ich schreibe es als Summe aus 1 plus einer Zahl, die durch 3 teilbar ist. 99 ist ja bekanntlich durch 3 teilbar. Nun fahren wir weiter mit der 10er Stelle. Diese 9 steht ja bekanntlich für 90 oder 9 mal 10. 9 mal 1 plus 9 in dem Fall. Dann fahre ich jetzt noch weiter mit der 1er Stelle. Die 1er Stelle, diese 8, steht für 8 mal 1, schreibe ich jetzt einfach nur die 8. Nun kann ich das aufteilen. Wir haben ja 4 mal 1 und 4 mal 99. Ich schreibe jetzt diese Produkte einzeln hin. 4 mal 1 ist 4 plus 4 mal 99 plus dann die Zehnerstelle. 9 mal 1 ist einfach eine 9 plus 9 mal 9 und dann die 8. Damit das Ganze besser verständlich wird, ordne ich es jetzt einfach etwas um. Ich schreibe zuerst
4 mal 99 plus die 9 mal die 9 plus jetzt diese einzelnen 4. Kann ich jetzt herausfinden, ob diese Zahl durch 3 teilbar ist? 9. Ja, nun ist es ganz einfach. Zuerst schauen wir uns diese Zahl an. 4 mal 99. 99 ist klar durch 3 teilbar. In dem Fall ist auch 4 mal 99 durch 3 teilbar. Egal, was an der 100er Stelle steht. Das wird immer durch 3 teilbar sein. Dasselbe mit, mit der 10er Stelle 9 mal 9. 9 ist ja durch 3 teilbar. Das heißt, auch 9 mal 9 wird durch 3 teilbar sein. Genauso würde ich verfahren, wenn ich jetzt noch eine 1000er Stelle hätte. Zum Beispiel 5 mal 999. Dann wäre auch das durch 3 teilbar. Das Einzige, was ich jetzt nur noch überprüfen muss, ist, ob dieser Teil hier durch 3 teilbar ist. Durch 3 teilbar. Nun, aber was ist denn das hier? Ja, diese drei Zahlen hier sind ja genau unsere drei ursprünglichen Zahlen, die wir auch hier drüben haben. Das heißt, diese drei Zahlen, diese Summe dieser drei Zahlen, ist die Quersumme. Und wir müssen einfach überprüfen, ist auch die Quersumme durch 3 teilbar, um zu überprüfen, ob die Zahl durch 3 teilbar ist. Und das wollen wir auch noch gleich machen. 4 plus 9 plus 8, das gibt 4 plus 9 ist 13 plus 8 ist 21. 21 ist durch 3 teilbar. Wenn es sich jetzt hier wiederum um einen Notfall gehandelt hätte, hätten wir schon wieder ein Leben gerettet. Da fühlt man sich doch gleich viel besser.